Wisst ihr, YouTube wird seit Tagen immer voller und voller mit Videos zur PlayStation 5. Deswegen haben sich feine Menschen zusammengetan und sich etwas anderes überlegt, um euch Next Gen etwas näher zu bringen. Also ist dieses Video mit Teil der Road to PS5-Kampagne von PlayStation. Ich kümmere mich hier, soweit es mir möglich ist, um die Hardware und Sarazza. Lara Loft bzw. die Rocket Beans kümmern sich um jeweils einen weiteren Aspekt der Konsole. Checkt also das Ende oder die Videobeschreibung für alle anderen Videos aus. Alexi, Bexi. Nom, 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 nom. Oh. Hey, ihr Konsolenspieler, nur am Handy spielenden Schwerenhütter. Heute widmen wir uns der nächsten Next-Gen-Konsole, und zwar der PlayStation 5. Ich stütze mich also nur auf die Hardware, mit einem Sneak Peek auf Dinge, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gezeigt werden dürfen. Und für alles andere zu der Konsole, spamt doch bitte die Kommentarfelder der anderen voll, okay? Gut, also los geht's. Ihr lästert über meine Socken? Was? Prioritäten? Mit fast 40 cm und 4,5 Kilo ist die Nummer 5 mit UHD-Laufwerk eine echte Herausforderung für jede Wohnzimmerschrankwand. Deswegen mache ich es bei dem Thema wie bei meiner Unterwäsche. Lieber weniger bis gar nichts, damit alles viel entspannter atmen kann. Guns in the frame, Liebe. Die Dracula-Statue bekommt ihr in zwei Varianten. Einmal mit Laufwerk für 499 Euro und einmal ohne Laufwerk für 399 Euro. Und sonst sind beide Konsolen eigentlich gleich. Bis auf beim Thema Lautstärke. Denn ohne Laufwerk ist natürlich die Variante ohne Laufwerk deutlich ruhiger. Beide gleich bedeutet, dass beide mit einer 8-Kern AMD Zen 2 CPU mit 3,5 GHz daherkommen. Garniert mit 10 Teraflops RDNA 2 Grafikpracht, 16 GB Arbeitsspeicher und 825 GB SSD. Falls euch das nicht reicht, könnt ihr hier auch per externer USB-Platte erweitern, die aber niemals annähernde Geschwindigkeiten erreichen wird. Und ja, auch intern werdet ihr in Zukunft über den M2-Slot den Speicher erweitern können. 825? Was ist das für eine Dabei ist gerade eine schnelle SSD mit, wenn nicht sogar das Wichtigste in den Next-Gen-Konsolen bzw. in der neuen PlayStation 5. Denn das bietet Vorteile wie zum Beispiel kürzere Ladezeiten, schnellere Spieleinstallationen, mehr Möglichkeiten im Spiel durch höhere Datenraten, gerade bei Explosivtiteln oder einfach nur schnelleres Hin- und Herschieben eurer eigenen Daten auf der Konsole. Aktuell aber noch ein Ausblick in die Zukunft, denn Inhalte müssen dafür ja auch erst gemacht werden. Zumindest schwärmen Entwickler schon mit Aussagen wie: In einem Open-World-Spiel bedeutete HDD bisher, dass man sich nur mit einem bestimmten Tempo bewegen darf, weil sonst andere Objekte nicht rechtzeitig geladen werden. Durch serienmäßige SSDs überall wird dieses Problem der Vergangenheit angehören. Und ja, auch Welten in 8K bzw. 4K sind dank HDMI 2.1 möglich. Das heißt in 8K bis zu 60 Frames bzw. in 4K bis zu 120 Frames. Zumindest unterstützen das dann die Fernseher mit HDMI 2.1. Ob das auch die Konsole kann? Ja, nur nicht nativ. Aber durch geschicktes Ändern der Auflösungen und das Anpassen von Grafikeinstellungen dynamisch je nach Geschehen wird es mindestens genauso immersiv. Für den vollen Genuss braucht ihr dann aber noch einen passenden Fernseher. Auch hier gibt es unglaublich viele Unterschiede. Ich meine, es lohnt sich jetzt schon für Next-Gen-Gaming einen Fernseher mit HDMI 2.1 zu investieren, da sie neben 4K mit 120 Hertz meist auch noch mehr Fancy-Zeug wie Dolby Vision an Bord haben. Aber auch hier das typische Next-Gen-Problem. Potente Hardware, aber aktuell nichts, was es so wirklich ausreizen könnte. Zumindest die offiziell angekündigten Launch-Titel sollten die Konsole bei dem Potenzial zumindest ein bisschen ins Schwitzen bringen können. Ich meine, immerhin warten auf euch Titel wie zum Beispiel Godfall oder auch Spider-Man Miles Morales. Morales. Oder auch Demon's Souls Remake. Und ich kann euch schon verraten, dass diese Spiele mindestens von der SSD profitieren. Falls euch das aber noch nicht reicht, könnt ihr jederzeit die PS4-Abwärtskompatibilität ausreizen. In den neuen Menüs der PlayStation ist das auch gut sichtbar gekennzeichnet. Egal ob Top-Titel wie Last of Us 2 oder auch Klassiker wie Ratchet & Clank. 99% aller Gamer sollten alles wiederfinden. Und nein, ihr braucht dafür natürlich keine PS4-Disc. Das Ganze geht auch digital. Oh, und apropos Menü, das darf nicht unerwähnt bleiben, weil es im Gegensatz zum PS4-Menü deutlich erwachsener, übersichtlicher, dennoch vielseitiger geworden ist. Ein Highlight ist dabei die Möglichkeit, über die PlayStation-Taste Infos und Tipps über das Spiel, das ihr gerade spielt, zu bekommen. Also wie ihr scheinbar unüberwindbare Hindernisse doch überwinden könnt oder wo sich der nächste Schatz verstecken mag. Und natürlich alles zu euren Trophäen. Und durch die enorm schnelle Hardware bzw. enorm schnelle SSD sind dann auch zum Beispiel in Spider-Man Miles Morales direkte Sprünge zu Missionen möglich. Das ist schon ziemlich fancy. Und nicht zu vergessen die Medienkategorie mit all den Entertainment-Apps. Denn die Hardware der PS5 ist potent genug, um nicht nur eure 4K-UHDs oder 4K-Netflix-Serien mit allem, was an HDR und Co. dazugehört, abzuspielen, sondern ist eben auch für 8K ausgelegt, um hier in Zukunft vielleicht auch mal das ein oder andere YouTube-Video in 8K zu gönnen. Das geht damit auch?
Dann lass uns doch mal aus Spaß gucken, wie viel Next Gen wir schon auf der PS5 finden können. Und dazu habe ich das neue Ghost of Tsushima auf meiner PS4 und auf meiner PS5 installiert. Bewusst, weil an beiden kein Pro dran steht. Und was sehen wir? Also vom Konsolenmenü ins Spiel braucht die PlayStation 4 48 Sekunden. Die PlayStation 5 braucht vom Konsolenmenü ins Spiel 42 Sekunden. Und jeweils vom Spielemenü ins laufende Spiel braucht die PlayStation 4 37 Sekunden. Und die PlayStation 5 29 Sekunden. Okay, da es aber Next Gen ist, hat sich nicht nur etwas an Ladezeiten getan. Optisch sehen wir im direkten Vergleich bei der PlayStation 5 die höhere 4K-Auflösung mit stabiler 60er Framerate und mehr Realismus in den Texturen der Kleidung, der Umgebung, aber auch in den Feuer- und Rauchpartikeln. Guckt genau hin! Wenn ihr noch mehr zum Thema Ladezeiten braucht, Kollegen wie The Verge haben schon alles Mögliche durchgespielt. Also auch krasse Ladespiele wie GTA 5 profitieren deutlich von der neuen Hardware. Ich meine, guckt euch das schon mal an. Ich meine, Minute, finally! Und ja, Spider-Man Miles Morales ist aktuell das vorzeigbarste Beispiel, um darzustellen, was Performance ausmacht. Mit klassischen 30 Frames die Sekunde kriegt ihr in 4K die volle Ladung Raytracing und Co. Und mit um die 60 Frames kriegt ihr dann den Luxus zwar nicht, aber das wohl geschmeidigste Spielerlebnis in 4K auf einer PlayStation ever. Und es ist nicht nur bei Spidey so. Gucken wir uns das neue Devil May Cry an. Im Grunde lässt sich aktuell nur erahnen, was das Potenzial noch so an Möglichkeiten bietet. An und aus. Oh, immer irgendwelche Schieberegler zu ziehen ist geil. Es ist schon interessant zu sehen, was das für kommende Spiele an Potenzial bietet. Ob das eventuell auch eine neue Ära des an der Konsole Multiplayers einstimmt? Ich meine, genug Power für noch mehr an einem Bildschirm zeigen wäre vorhanden. Vor allem, wenn das alles mit Corona durch ist, dann hat man mal wieder Bock, mehr zusammen zu machen. Und dann kann man auch seine geliebten und ungeliebten Freunde wieder einladen und zusammen Spaß haben. Aber ja, das war bis hierhin schon eine ganze Menge. Ich bin schon ganz fuselig am Mund. Lassen wir doch mal einen richtigen Experten zu Wort kommen. Wie fällt wohl sein Fazit aus? Also ich muss sagen, die Spielstation 5 ist wirklich eine Ehrenkonsole. Tja, also ich könnte euch jetzt noch ein ganzes Video über den fast schon interessanteren Teil der PlayStation 5 erzählen. Den technisch wirklich interessanten Controller. Wie gut die mikroskopische PlayStation-Symbole-Textur der Haptik gut tut. Wie detailliert die neuen Vibrationsfunktionen ganz neue haptische Möglichkeiten zum Spielen eröffnen. Oder auch der Accessibility beitragen. Wie die motorisierten Trigger einen variablen Widerstand schaffen, sodass ihr wirklich auch mal fester drücken müsst, damit was passiert. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme unterstützt all den Spaß nur das quietschige Astro Play. Deswegen kann sich nun Sarazar darum kümmern, nochmal alles im Detail für euch aufzudröseln. Nein, nicht Kai, du Pflaume. Sarazar. Ja.